Ich wollte Sie fragen, ob Sie auch schon als Kind oder Jugendlicher in der Kirche aktiv waren oder auch öfters in die Kirche gegangen sind halt. Ja, ich, also ich sage mal so, wir waren in unserer Familie, wo ich aufgewachsen bin, ich habe zwei Eltern und vier Brüder, sind alle jünger als ich. Mittlerweile ist einer verheiratet, drei Kinder und zwei andere sind, wie man so sagt, in festen Händen. Und einer ist meines Wissens nach zumindest zu haben. Jedenfalls, wir sind so aufgewachsen, ich würde sagen, wir hatten schon, also wir sind schon katholisch aufgewachsen. Ich habe das damals gar nicht so hinterfragt, ich habe das irgendwie sehr normal empfunden, dass wir zumindest am Sonntag und zu den Feiertagen in die Kirche gegangen sind. Dass wir, wenn wir bei Tisch gemeinsam waren, dass wir vor dem Essen gebetet haben. Dass wir zu Weihnachten gebetet haben. Aber, und das ist das Interessante, nach diesem Programm sozusagen, diesem religiösen Programm, war ein Punkt. Und darüber ist es eigentlich nie hinausgegangen. Also wir haben nie inhaltlich über das gesprochen, warum wir das machen oder was Christentum heißt. Das war irgendwie so ein Programm, das halt da war, das abgespielt haben. Und so bin ich dann schon auch mit der Pfarre in Kontakt gekommen und ich war dann Ministrant. Und ich war dann in der Jugend auch so, in einer Gruppe dabei. Aber es gab dann schon noch Phasen, so eben mit 15, 16, 17. Da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht und da hat es sehr nachgelassen. Da bin ich dann auch zum Teil dann nicht mehr so in die Kirche gegangen. Aber insgesamt gab es in meinem Leben wenige Sonntage, würde ich sagen. Es gab schon ein paar, aber nicht sehr viele, wo ich nicht in der Kirche war. Ich habe das, wie gesagt, damals relativ normal empfunden. Heute weiß ich, dass das doch relativ schon ein anspruchsvolles Programm war, kirchlich. Aber noch einmal, was interessant war, und das glaube ich ist bei relativ vielen Familien so, auch wenn ich so höre, also es gab so ein gewisses religiöses Programm, aber es ist nie darüber gesprochen worden. Und das finde ich aus heutiger Sicht eigentlich schade. Man muss ja sich fragen, warum mache ich das? Weil wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, warum ich es mache, dass ich, ja gut, dann gehe ich halt hin, aber wenn ich überhaupt nicht mehr das wirklich sozusagen positiv begründen kann, ja, dann werde ich es halt eben irgendwann einmal sein lassen. Und das ist ja bei vielen Leuten so, auch heute, nicht? Die lernen das so irgendwie und dann plötzlich, ja gut, dann ziehen sie halt woanders hin und dann wissen sie gar nicht, ja, warum soll ich jetzt noch in die Kirche gehen und dann gehen sie halt nicht mehr. Ja, schade. Aber das heißt ja nicht, es ist ja nie zu Ende. Was mir wichtig ist, ist auch zum Beispiel bei so Glaubensfragen, ja, dass man einfach offen bleibt. Dass man einfach in Bewegung bleibt. Dass man einfach sagt, ja, ich habe jetzt den Standpunkt aus, da gibt es nichts mehr. Man muss immer weiterfragen. Man muss immer ein fragender Mensch bleiben. Das ist eine Ermutigung auch. Ah, jetzt kommen die Fragen. Wenn das jetzt quasi der Fall ist, dass dieses Programm durchlaufen wird, ja, was können wir da zum Beispiel machen, dass sich das ändert? Also ich finde das ja nicht schlecht. Ich finde es ja nicht schlecht, dass es ein gewisses religiöses Programm gibt oder dass es Rituale gibt, auch in den Familien, dass man betet. Im Gegenteil, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde nur wichtig, es gibt immer, sagen wir, das Äußere und dann gibt es das Innere, das Herz. Und wenn ich zum Beispiel eben in meiner Familie es üblich ist, ab und zu beten oder in die Kirche zu gehen, dann einfach einmal auch mich innerlich zu fragen, ja, warum mache ich das? Was ist der Grund dafür? Oder das auch verstehen zu lernen, nicht? Ich denke zum Beispiel gerade, wenn eben Messe am Sonntag, gut, da sagt die Kirche immer wieder, bitte geht zum Sonntag in die Messe. Ja, aber da muss ich ja wissen, da muss ich ja die Messe, muss ich ja das verstehen. Was ist das? Was ist der Inhalt? Warum kommt das so? Warum ist das so? Das hat ja alles einen Sinn. Weil wenn ich nur da sitze, ich sage immer, wichtig ist, dass man vom Zuschauer zum Mitfeiernden wird. Das heißt, inhaltlich damit beschäftigen. Wie kann ich das machen? Indem ich Gespräche führe, zum Beispiel. Jemanden frage, der vielleicht schon ein bisschen sich intensiver damit auseinandergesetzt hat. Indem ich vielleicht ein Buch hernehme, da kann ich gleich eine Empfehlung geben. Weil das ist zum Beispiel, das ist hier der Jugendkatechismus. Das finde ich eine relativ gute Sache, weil das ist einfach immer, so wie ihr das jetzt macht, eine Frage und eine Antwort. Und da sind dann Bibelstellen dazu und Zitate dazu. Ja, da kann man sich damit beschäftigen. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann weiß ich plötzlich, warum das so ist. Dann weiß ich, warum ich das mache. Dann habe ich einen Grund. Dann bin ich überzeugt und sage, das ist meine Überzeugung, zu der stehe ich und die kann ich auch begründen. Und das brauchen wir heute ganz dringend, weil sonst können wir überhaupt keine Christen sein. Weil wir leben in einer Atmosphäre, die nicht unbedingt den Glauben fördert, sage ich ganz offen.